Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen hat am Dienstag in Köln der Prozess gegen den 61-jährigen Thomas Drach begonnen. Der als Remzma-Entführer bekannte und bereits mehrfach verurteilte Schwerverbrecher soll 2018 und 2019 4 bewaffnete Überfälle auf Geldtransporter durchgeführt haben. Bei den Überfällen sollen Drach und ein Mitangeklagter insgesamt mehr als 230.000 Euro erbeutet haben. Jan Ort, Sprecher des Landgerichts Köln, am Dienstag vor Prozessbeginn. Dem Angeklagten wird versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung, besonders schwerer Raub und ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz zur Last gelegt. Er soll 4 bewaffnete Überfälle auf Geldtransporter in Köln, Frankfurt und Limburg begangen haben. In einem Fall sollen durch Schüsse aus einem Sturmgewehr ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma schwer verletzt worden sein. Neben einer hohen Freiheitsstrafe steht für den Angeklagten die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung im Raum. Die Verteidigung von Drach plädiert hingegen auf Freispruch. Dazu Strafverteidiger Andreas Kerkhoff. Es gibt gar keine Beweissituation, die eine Verurteilung rechtfertigen könnte. Es gibt ein paar vage Indizien, mehr aber auch nicht. Aber eine Indizienkette, die geschlossen wäre, ist tatsächlich nicht vorhanden. Drach selbst bestreitet die Vorwürfe. Für den Mammutprozess sind 53 Verhandlungstage vorgesehen.